Hallo und herzlich willkommen auf HandyMC. Ich sehe mir für euch heute im Unboxing das neue LG Q6 etwas genauer an. Ein Smartphone, das im Monat August herausgekommen ist für etwa 340 Euro. LG formuliert wie die meisten Hersteller auf der Rückseite schon einmal ein paar der Highlights. Wir haben hier unter anderem das Full Vision Display auf der 5,5 Zoll Größe, 3000 mAh Lithium-Ionen Standard-Akkuladung mit Schnellladermodus und wir haben eine 5 Megapixel starke Weitwinkel-Frontkamera. So viel erstmal zu den selbst formulierten Highlights. Ich habe mir das Ganze einmal in der Farbvariante Schwarz organisiert. Es gibt es alternativ allerdings auch noch in Platinum und in Gold und in seltenen Fällen sogar auch noch in Weiß. Wenn wir einen Blick in den Lieferumfang wagen, sehen wir hier erstmal eigentlich die obligatorischen Standards. Das heißt, ein Zubehörtool für den SIM-Kartenschacht. In Schwarz sehen wir hier einmal den Quick-Start-Guide, das heißt die Schnellstartanleitung mit den wesentlichen Bedienhilfen. Und wir haben einmal noch eine kleine Garantiekarte inklusive der normalen Sicherheitshinweise. Wenn wir dann weiterschauen, sehen wir einmal das Datenkabel USB 3.0 auf Micro-USB. Da können wir also die Daten übertragen bzw. das Smartphone natürlich aufladen. Und zum Aufladen brauchen wir dann natürlich mindestens genauso wichtig noch den Netzsteckeradapter, den wir hier sehen. In der großen schwarzen Box verbirgt sich dann noch diese kleine weiße Box mit weißen In-Ear-Kopfhörern, die LG dort noch, um das Paket ein bisschen abzurunden, mit draufgepackt hat. Und dann sehen wir, denke ich, bei den wesentlichen Standards, die man so in dem Mittelklassefeld auch erwarten darf. Wenn wir uns das Smartphone näher ansehen, dann haben wir hier, wie gesagt, ein 5,5 Zoll Smartphone mit einer Full HD Plus, das heißt Full Vision Perspektive. Wir haben nicht 16:9, sondern 18:9, bedeutet, wir haben auch keine klassische Full HD Auflösung, sondern liegen dort mit 2160x1080 Pixeln ein bisschen über der normalen Proportion. Ansonsten vorne Glas, hinten Glas, Aluminiumgehäuse, vorne flach gehalten, hinten ein wenig abgerundet. Das Ganze wirkt erstmal einigermaßen gut verarbeitet, muss ich sagen, ist natürlich im Design relativ neutral. Oben sehen wir einen kleinen Mikrofoneingang, auf der rechten Kante sehen wir wiederum einfach nur den Power-Button. Und wenn wir das Ganze auf die Unterkante drehen, dann sehen wir dort einmal nochmal einen Mikrofoneingang, den Micro-USB-Zugang und auch die 3,5 mm Klinke. Auf der linken Kante sehen wir die Lautstärketasten, einfach getrennt im Plus- und Minusbereich. Und dann sehen wir nochmal den SIM-Kartenschacht und den erweiterbaren Speicher. Da greifen wir uns dann schnell das Zubehörtool, stechen das vorsichtig in die davor vorgesehene Stelle ein, können dann diesen Aluminiumschlitten herausziehen und in diesen Aluminiumschlitten dann einerseits die Nano-SIM-Karte einfügen, andererseits aber auch die Micro-SD-Karte für den erweiterbaren Speicher einfügen. Wenn wir das getan haben, können wir das Ganze vorsichtig einfach wieder zurücksliden lassen, lassen das einrasten und können das Gerät dann später natürlich in Betrieb nehmen. Und wenn wir uns dann weiter umsehen, sehen wir auf der Vorderseite nochmal das LG-Logo, das Display, wie gesagt, im Full-Vision-Bereich. Und dann sehen wir hier den Lautsprecher-Zwilling, nochmal ein paar Sensoren. Und die Frontkamera, löst hier mit 5 Megapixel, wie gesagt, aus, liegt im Weitwinkelbereich und wir schaffen es hier auf einen Full-HD-Bereich im Videomodus. Auf der Rückseite sehen wir dann noch einmal den Lautsprecher, wir sehen nochmal ein paar Sicherheitshinweise und natürlich das Q6-Logo. Dann geht es weiter mit einem kleinen Sticker, den können wir einfach entfernen. Wir sehen eine LED und die Hauptkamera. Die Hauptkamera ist 13 Megapixel stark, hat die gleiche Blende wie die Frontkamera, nämlich im Bereich 2,2. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, im Full-HD-Bereich aufzuzeichnen mit 1920x1080 Pixeln. Übrigens nicht nur im 16:9 Bereich, sondern auch im 18:9 Bereich. Das heißt, in dem Bereich, der auch für das Display eben angepasst ist. Dann sehen wir hier das Ganze einmal im angeschalteten Zustand. Sehen hier, dass hier besondererweise oben links, rechts und unten links und rechts die Kanten abgerundet sind. Das sieht man so relativ selten. Und das imaginiert so ein bisschen ein etwas randloseres Display, obwohl wir eindeutig immer noch die 2-3 mm Kante links und rechts haben. Trotzdem sieht das erstmal vom Design recht frisch aus und in den Betrachtungswinkeln kann sich das in der Regel auch zeigen lassen, denn die einzelnen Spiegelungen, das heißt die Lichtirritationen, die darauf stattfinden, sind eigentlich ganz gut hinnehmbar, dadurch, dass das Display auch erstmal auf den ersten Blick hell genug scheint. Wenn wir uns das System auf Seiten der Performance ansehen, dann haben wir erst einmal Android 7.1.1 Nougat als Betriebssystem und als entsprechende Leistungshardware den Qualcomm Snapdragon 435 Prozessor mit 1,4 GHz Taktrate und darauf kommt dann einmal 3 GB Arbeitsspeicher für die nötige Performance und für euren Speicher, den ihr natürlich mit Musik, Fotos etc. füllen könnt, 32 GB internen Speicher, der aber, wie wir es eben gesehen haben, auch noch mit einer Micro-SD-Karte erweitert werden kann. So viel erstmal zum kleinen Schnell-Unboxing. Falls ihr Fragen habt, stellt die natürlich wie immer gerne in den Kommentarspalten unterhalb des Videos und ansonsten würde ich sagen, schaltet auch gerne wieder in der Playlist ein, wenn es darum geht, dass wir uns als kleines Tutorial das Betriebssystem ansehen, wenn wir uns die Kameras ansehen oder wenn es von unserer Seite nochmal ein kleines Fazit zu dem Smartphone gibt. Bis zum nächsten Mal.